Meine Herren und Damen, es ist das erste Mal, dass in Deutschland die Frau als Freie und Gleiche im Parlament zum Volke sprechen darf. Und ich möchte hier feststellen, und zwar ganz objektiv, dass es die Revolution gewesen ist, die auch in Deutschland die alten Vorurteile überwunden hat. Ein historischer Augenblick im Jahr 1919. Marie Juchacz war die erste von Frauen und Männern ab 21 Jahren gewählte Abgeordnete, die vor einem demokratischen Parlament in Deutschland das Wort ergreift. Sie ist in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen, hat als Dienstmädchen, als Krankenpflegerin und Schneiderin gearbeitet. Als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern tritt sie in die SPD ein. Als Sozialpolitikerin hat sie eine bedeutsame Rolle im Kampf um Gleichberechtigung von Frauen. Geprägt durch die Erfahrungen und Erlebnisse des Krieges gründet Marie Juchacz 1919 die Arbeiterwohlfahrt. Die Angebote der AWO, Suppenküchen und Nähstuben zum Beispiel, sind als Hilfe zur Selbsthilfe organisiert. Unter den Nazis verboten ist die AWO 1945 wieder gegründet worden. Marie Juchacz wird zur Ehrenvorsitzenden ernannt und ist bis zu ihrem Tod in der AWO aktiv. Am 15. März feiern wir ihren Geburtstag. Danke Marie und alles Liebe. 100 Jahre AWO-MG. Wie neu.